Hey ho und willkommen! Heute möchte ich euch ein paar Runenguides zu Thresh vorstellen. Es werden insgesamt 3 Stück sein, ein paar unkonventionelle werden auch dabei sein und zuletzt der eigentlich der sicherste ist und den ich ganz gerne nutze. Viel Spaß dabei! Yeah. Mein Name ist Flotidus und willkommen zurück auf dem Kanal und falls ihr das erste Mal hier seid, ein herzliches Hallo. Ich freue mich. Falls ihr weitere Guides rund um League of Legends haben wollt und mein Content nicht verpassen möchtet, denkt daran, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Danke. Danke. Dankeschön. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Predator Thresh und das wird auch der aggressivste Runenbild sein. Wir gehen dabei in den Hauptbaum auf Dominanz und nehmen Predator mit. Predator ist eine Rune, die wir praktisch auf unsere Schuhe legen und unsere Schuhe zu einem Active-Item machen. Wenn wir nach 2 Minuten diesen aktivieren können, dann bekommen wir einen erheblichen Movement-Speed-Bonus und haben so gut und gerne die Möglichkeit, mal schnell in der Mitte einen Gank durchzuführen oder aber auch, wenn wir wieder auf die Lane kommen, über den River zu laufen und dort dann auf der Botlane in Anführungszeichen zu ganken. Unsere nächste Angriffsfähigkeit macht dabei auch mehr Schaden, das heißt entweder normaler Auto-Attack oder eine Fähigkeit. Dazu nehmen wir dann Cheap Shot. Cheap Shot ist eine Fähigkeit, die macht True Damage am Gegner, wenn wir ihn praktisch durch Bewegung eingeschränkt haben. Wenn er also durch unser E geslowt ist, machen wir mit unserem nächsten Angriff ein bisschen mehr True Damage. Zombie Ward ist dabei so ein bisschen die Möglichkeit, dadurch, dass wir öfter mal ein bisschen roaming gehen, dass wir Wards der Gegner clearen und dadurch auch Vision generieren. Ist so ein kleines, ne, wir gehen eh schon los, also kriegen wir einen Bonus daraus. Und dann haben wir noch Relentless Hunter hier in dem Hauptbaum. Ist auch die Sache, wir gehen ständig los, versuchen bei irgendwie Kills und so weiter zu helfen. Und dann bekommen wir außerhalb des Kampfes dann nochmal mehr Movement Speed, um diese Tätigkeit dann noch besser ausführen zu können, denn wir sind ja eh schon unterwegs. Die übrigen Punkte gehen in Inspiration. Hier nehme ich den Biscuit Deliverer mit. Dann haben wir die Möglichkeit ein bisschen zu sustainen, wenn wir von Lane zu Lane laufen. Wir verschwenden da eh immer ein bisschen Zeit, wenn wir rumgucken, wo die Wards sind. Dann haben wir da ein bisschen Lebensregeneration dabei und dann natürlich noch Cosmic Insight, denn Cosmic Insight ist im Prinzip die perfekte Rune, wenn man bei einem Gank durch ist, sagen wir mal, wir laufen auf die Botlane, wir haben da unsere E-Q-Kombo und dann, ja, vielleicht kommt man dann gerade so nochmal ran, um nochmal ein E zu setzen und den Gegner nochmal reinzuziehen. Der zweite Runenbild wäre dann der Tank-Bild. Hier gehen wir über den Resolve-Bound, das heißt, die tankigen Runen werden hier mitgenommen und nehmen da Aftershock mit. Das heißt, wenn wir jemanden CC haben in irgendeiner Art und Weise, dann bekommen wir ordentlich Resistenzen dazu. Ich glaube, es waren 20 oder 30 plus 30%. Also das ist schon eine erhebliche Menge. Es ist wirklich dafür gedacht, wenn euer Team überhaupt keinen Tank habt, ihr Thresh gepickt habt und ihr müsst irgendwie tanky werden. Dazu dann Font of Life, das heißt, wenn wir jemanden CC, bekommt dieser den Stormborn Pact Buff. Wenn jemand dieses Ziel angreift, dann bekommt er eben ein klein bisschen Heilung, basierend auf das maximale Leben, das der Thresh hat. Dann haben wir Konditionierung. Nach 10 Minuten bekommen wir 8 Rüstung, 8 Magieresistenz und unsere Werte werden dauerhaft um 5% erhöht. Ist einfach super nice, weil wir dadurch einfach sehr, sehr feste Werte bekommen. Die übrigen Runen in der Reihe sind ein bisschen, die sind eher Early Game gedacht. Conditioning ist hier einfach the way to go, wenn man wirklich sagt, man muss Tank werden, man muss irgendwie stabil sein. Dann haben wir noch Overgrown mit drinnen. Overgrown gibt uns für alle 8 Minions, die in unserer Gegend sterben, 0,2% maximales Leben. Das synergiert auch ganz gut mit Found of Life und natürlich auch mit allen anderen Tank-Runen. Denn wenn wir mehr Leben haben, bringen uns die Resistenzen, die wir durch die anderen Fähigkeiten bekommen, ja noch mehr. Der zweite Runenweg führt uns in Precision und hier nehmen wir den Legenden Tenacity Rune mit. Wenn wir bei Takedowns helfen, das heißt Champion Kills, Champion, also epische Monster, große Minions töten oder teilen eben auch und Minions an sich teilen, bekommen wir Legenden Stacks und bekommen hier zusätzlich zu dem 5% Tenacity Bonus, den wir eh schon haben, pro Legenden Stack 1,5% Bonus, also landen wir insgesamt bei 20% Tenacity und die kriegen wir praktisch for free über die Runen, super nice. Die letzte Rune hier, da der Precision Baum ja eher offensiv ausgelegt ist, habe ich mal Triumph mit reingepackt. Wir bekommen hier 15% unseres fehlenden Lebens regeneriert, wenn wir bei dem Takedown dabei sind. Und außerdem nochmal 25 Gold. Super nice. Da hat man auch ein bisschen das Gold, um an tankige Items zu kommen. Kommen wir zum letzten Runenbild und meiner Meinung nach eben auch der sicherste und angenehmste auf Thresh aktuell. Wir gehen in den Resolve-Baum und nehmen die Keystone-Rune Guardian mit. Guardian erlaubt es uns, wenn wir in der Nähe eines Partners sind, dass wir ein Schild bekommen, das ihn und uns schützt. Außerdem bekommen wir einen 20% Movement-Speed-Bonus. Das ist so ein klein bisschen, ja, man kann ein bisschen Schild weitergeben, man kann auch Turmschüsse mal abtanken, also das wird da auch getriggert. Da kann man eben auch ein klein bisschen diven. Alles eine ganz nette Sache, sehr solide Rune. Außerdem gibt es auch so ein klein bisschen dieses Courage of the Colossus Problem wieder her. Wir haben ja früher, haben wir einfach dieses Schild gebraucht und Guardian bekommen wir jetzt dieses Schild. Ist zwar nicht mehr ganz so stark wie früher, aber
Was Besseres haben wir einfach nicht. Die zweite Rune ist dann Font of Life, eben unser Stormborn Pack, der ist auch hier ganz nett. Wir können noch alternativ den Abriss mitnehmen, wenn wir wirklich eine hart pushende Lane sind, aber dieser Build setzt gar nicht darauf, dass wir wirklich die Lane hart gewinnen wollen. Und die übrige Rune gibt uns Tenacity, aber auch hier haben wir nicht wirklich nötig, denn wir erfüllen ja hier einen schützenden Charakter und nicht unbedingt einen tankenden Charakter. Da kann Tenacity auch ganz gut sein, aber Font of Life ist einfach beim Schützen wesentlich besser, weil wir dann auch noch unsere Leute so ein klein bisschen wieder regenerieren können. Als zweites nehmen wir Conditioning mit, denn nach 10 Minuten bekommen wir 8 Rüstung, 8 Magieresistenz und außerdem werden unsere Resistenzen um 5% erhöht. Er hat gleich so einen doppelwirkigen Effekt, denn im Prinzip triggert dieser Effekt nach 10 Minuten. Das ist zuerst mal der erste Standpunkt. Nach 10 Minuten sind wir so langsam im Midgame angekommen und dann sind wir auch wirklich solide. Wir sind tanky, wir bekommen unsere 5% Armor, die auch wiederum auf unsere Passive mit drauf wirken, wo wir Seelen gesammelt haben. Ist eine nette Sache. Die letzte Rune ist hier Overgrown. Wir nehmen für 8 Minions, die getötet wurden, bekommen wir 0,2% maximales Leben dazu. Hilft uns für Font of Life, hilft uns für Conditioning dann. Das ist einfach so eine skalierende Rune, die man hier durchaus ganz gut mitnehmen kann. Die übrigen Runen bringen uns im Prinzip nur stärkere Heals und Schilde. Ist jetzt auch nicht so geil. Oder Second Wind haben wir auch noch mit drinnen. Ja gut, wenn wir wirklich eine hart pokende Lane bei den Gegnern haben, dann können wir auch Second Wind hier mit reinpacken, damit wir die Lane nicht hart verlieren. Sollte aber hier eigentlich gar nicht nötig sein. Denn wir gehen in Inspiration noch auf die Kekse. Die geben uns auch nochmal einen guten System, geben uns einen guten Mana-Regenerationswert und vor allem auch maximales Mana pro Keks. Das sind insgesamt 160 Mana. Kann man als Rash ganz gut brauchen, weil man doch relativ teure Spells in Kombination immer nutzen muss. Und nun noch dann den Celestial Body. Das heißt, wir bekommen 100 Leben am Anfang dazu, aber verursachen in den ersten 10 Minuten 10% weniger Schaden. Und das ist dann auch wieder so ein klein bisschen doppelwirkig mit Conditioning, denn nach 10 Minuten sind wir praktisch voll wiederhergestellt. Da geht es dann ins Midgame und da sind wir auch wirklich stark. Für die ersten 10 Minuten, naja, ich habe es mal getestet, man startet mit ungefähr über 800 Leben, 840 oder sowas. Das ist sehr solide auf der Botlane als Startwert. Da kann man damit arbeiten, da fühlt man sich sehr sicher, kommt durch die Landingphase, gerade aktuell, wenn man gegen eine Lulu, Sona oder sonst was ist, ist ein klein bisschen Leben gar nicht mal so schlecht und das beides synergiert ja dann auch wiederum mit dem Keks. Der Keks regeneriert prozentuales Leben und dann profitieren wir da auch wieder ein bisschen mehr davon. Ja gut, das war jetzt halt von jeder Richtung mal etwas. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wie spielt ihr Fresh? Was habt ihr für Erfahrungen mit ihm? Er ist ja aktuell der meistgepickte Supporter, wenn auch nicht unbedingt der erfolgreichste. Ich habe super viel Spaß mit ihm. Ich habe super viel Spaß mit den Runen inzwischen. Es ist echt nice. Schreibt mir in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, Gemüse.